Meine Leute, heute mal etwas anderes, eine kleine Lehrstunde, wie man den Titel entnehmen kann, weil ich habe viele Nachfragen und Anfragen bekommen, ja, was nimmst du, was ist das Beste, das Tollste, das Geilste, und da ich das immer wieder beantworte und irgendwann ich keinen Bock mehr habe, mache ich mal diese kleine Lehrstunde und ja, versuche etwas zu erklären, wovon ich auch nicht viel Ahnung habe, aber ich nach meiner Logik denke, dass es gut ist. Falls es also Einsprüche, Einwände oder Bestätigungen gibt, dann teilt sie mir mit, schreibt sie rein. So, als erstes würde ich sagen, gehen wir mal ins Menü. Das hat ja irgendwie gar nichts mit dem Jagdmann zu tun, aber wir machen es trotzdem. Denn ich finde hier eine Option ganz interessant, die hier. Fahrzeugerschütterung im Richtschützenansicht einschalten. Also sprich, sobald man im Zoom-Modus ist, rüttelt der Panzer ständig, wenn man schießt bzw. angeschossen wird. Das heißt, er schaukelt und macht und ja, das ruhige Zielen ist eigentlich nicht mehr möglich. Also am besten rausnehmen, nimmt zwar ein bisschen die Realität, aber gerade bei diesem Arcade-Shooter, da ist das richtig sinnvoll. Das zweite war, muss ich gerade mal gucken, wo war denn das? Ach ja, Schimpfwortfilter lassen wir natürlich auch aus. Wir wollen ja sehen, wie die Leute sich gegenseitig beleidigen. Popcorn-Tüte fehlt mir meistens. Sehr wichtig finde ich, ja, irgendwo hier unten. Rechnerleistung etwas erhöhen, Schatten aus, verbesserte Schatten braucht kein Mensch, oder? Wasser, ja, kann leuchten, muss nicht. Was ich sehr wichtig finde, gerade wenn man im Büschen steht als Jagdpanzer, Laubqualität. Setzt sie runter oder zumindest nicht ganz hoch, weil je dichter der Busch, desto weniger sieht man. Ist genau dasselbe wie in dem Gras. Wenn man über den Boden schaut und da sieht man nur Gras, was ja die Sicht ein bisschen behindert, dann setzt das runter. Das hilft, denke ich mal, ganz gut. Der Rest, tja, zusätzliche Effekte, tja, je nachdem, viel Rauch, wenig Rauch, keine Ahnung, was da noch reinspielt. Hier das Gras auch ganz ausschalten. Das sind so Punkte, einfach mal ausprobieren. Ja. Ansonsten, ich glaube, hier war nichts weiter, was noch irgendwie interessant sein könnte. Nö, Standard alles hier. Gut. Zweiter Punkt. Jetzt geht's um die eigentlichen Jagdpanzer. Viele fragen mich, ja, welcher ist denn der beste, der tollste? Welchen Forschungsbaum sollen wir denn anfangen? Ich habe nicht wirklich viel erforscht. Tja, Ferdi, wie gesagt, habe ich nie gekauft, weil kein Bock. Warte ich auf die zweite Jagdpanzerschiene, den Jagdpanzer 2, der danach kommt. Beim Namens wird er mal treu bleiben. Und der sieht auch nicht schlecht aus. So ähnlich wie ich glaube, oh Gott, war das dieser VK? Ich glaube, so ähnlich wie der hier sieht er aus. Gibt noch nicht wirklich viele Bilder im Internet. Ja, also Stats vergleichen. Rechte Maustaste, Fahrzeugdaten, ganz interessant. Also, was für mich sehr wichtig ist, ist einfach, ich sehe ihn gar nicht. Weil ich es einfach nicht sehe, toll, die sind ja lustig. Voll die Noob-Info, okay, machen wir über den anderen Weg. Die Genauigkeit der Kanone finde ich sehr wichtig. Also sprich, ich gehe in die Forschung von dem Panzer selber rein. Zum Beispiel hier, 10,5. Die ist 0,3, das ist schon relativ genau, wenn man da gegenüber den anderen Fraktionen das vergleicht, die teilweise sehr viel höher liegen. Die 8,8er, ne, das ist die gute. Die ist sogar noch ein Tick genauer, also man kann da auch wirklich schon snipern. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Gegenstück anschaue, das ist der T25, wenn man da seine 105er nehmen, die ist dann schon wieder wesentlich ungenauer. Die 90er weiß ich gerade gar nicht, selbst die. Dafür hat er vermutlich eine bessere Panzerung. Ja. Also da bounce mir zumindest öfters mal was als ich ja bei dem hier das habe. Bei dem schönen Panzer hat er den schönen Nachteil, wenn ich ja Auto-Aim auf den mache, dann schieße ich genau auf seine Kanone. Ich habe da schon in einem Match gehabt, da ist mir dreimal die Kanone kaputt geschossen worden. Und da ich die nur einmal reparieren kann, ist natürlich dann ziemlich bescheiden. Deswegen immer Nahkampf vermeiden, weil dann können die uns ja Auto-Aim machen. Und auf Entfernung würde der Streukreis immer größer, also unwahrscheinlicher, dass man gerade die Kanone hier trifft. Ja, also wie gesagt, die Genauigkeit ist sehr wichtig und ja, Feuerrate natürlich auch.
Ich zum Beispiel, wenn ich mal kein Premium habe, gehe meistens auf die 8.8er. Weil die macht im Schnitt ja dann 11 Schuss. Und das ist schon sehr schnell. Und die kostet dann aber auch nichts. Also die Schüsse selber um die 250. Bei denen hier, da bezahle ich schon mal 1000 für einen Schuss. Und schießt auch noch relativ schnell. Und die Werte mal untereinander vergleichen. Die nehmen sich jetzt nämlich nicht viel. Durchschlags bei der hier sogar noch ein Tick besser, aber die 3, das juckt nicht wirklich, das fällt nicht auf. Was auffällt, ist der Schaden an sich. Na, bloß wenn das bounced, na, dann sind halt 1000 Credits gebounced, ne? Also muss man halt für sich entscheiden. Also mit Nicht-Premium 10,5 hat man meistens, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel 10 Schuss im ganzen Spiel nur abgegeben hat, 10.000 Schaden, 10.000 Credits, und man macht aber keinen Schaden oder kaum, ist selber dann vielleicht noch irgendwie beschädigt worden, dann ist die Reparatur, die Verbrauchsmodule etc., das ist dann schnell, was das Geld wieder auffrisst. Dann landet man trotzdem im Minus. Mit der 8.8er fällt das nicht wirklich auf. Das ist so die Farmkanone. Man erkennt es auch außen, wenn euch mal ein Gegner entgegenkommt. Ja, sieht man ja auch. Die ist sehr dünn. Ja. Warum auch immer der jetzt hier leuchtet? Keine Ahnung, Muni ist noch drin. Oder auch nicht, ach was weiß ich. Da ich jetzt Premium habe, nutze ich natürlich jetzt die dicke Kanone. So. Ja, die restlichen Werte sind eher uninteressant, weil Panzerung, ja, toll, dass er 80 mm hat, aber da man eh keinen Nahkampfpanzer sind, ist das eher uninteressant. Funkreichweite, wenn das habt, immer das Beste. Nutzen, das Beste. Funk. Aber ich denke mal, das wisst ihr ja alles, dass das Höchste immer das Beste ist. Zumindest bei den meisten Modulen. So. Was, wenn man anfängt, bei den Panzern an sich, hat man meistens die kleinen Gurkenpanzer und die kosten ja in der Forschung nicht viel. Also sprich, wenn ihr schnell hoch wollt und die nicht ewig benutzen wollt, dann forscht nur die nötigsten Dinge. Also in dem Fall braucht man ja hier eigentlich gar nichts erforschen. Man kann zum Beispiel gleich hier rüber gehen. Der kostet jetzt zwar nur 2270 Forschungspunkte, aber mit der kleinen Kanone hier kommt man meistens nirgendwo durch. Also es macht manchmal auch Sinn, eine etwas höhere Kanone zu nehmen, die dann einfach mehr Wumms hat, damit man schneller XP sammelt. Also Priorität generell. Immer wenn es möglich ist, je nach Gewicht, immer die dicken Kanonen zuerst erforschen. So mache ich es zumindest, was ihr macht, ja, müsst ihr selber sehen. Also ich kann auf einen besseren Motor verzichten, in den Busch, ne? Denn wenn es passiert, ist eh zu spät, dann hilft der bessere Motor auch nicht. Ein Funkgerät, ja, da die Leute eh vor mir stehen, decken die es auf und ich kann es erkennen durchs Fernglas. Passt alles. Ja, so, zurück. Was bei dem ja als sehr gutes Beispiel ist, wenn ich den jetzt mal auf Stock setzen würde, also mit der kleinen hier, die habe ich schon verkauft. Sein Gewicht ist gerade so schwer, dass ich ernsthaft mit der Kette anfangen muss. Die Kette trägt das Gewicht. Mit der hier macht man aber kaum Schaden. Also das ist so ein Stockpanzer, das ist echt sehr bescheiden zu fahren. Also Kette drauf, die kostet auch nur 14.700. Ja, das soll man erstmal mit der kleinen hier erfahren. Ich meine, jeden Tag ein Daily, dann geht das schon, aber mit den normalen XP ist das schon nervig. Ja, dann kann man, ich glaube sogar die Kanone. Ja, die muss man halt alle jeweils erforschen. Die hat man, denke ich mal, schon vom Baugänger freigeschaltet. Vom Panzer 4. Ja, Panzer, Dingsbums, da, wisst schon. Mensch, wie heißt denn der? Jagdpanzer 4, oder? Ja, genau, der hier, ne? Das ist jetzt eine beste Kanone, die hier. Und die hat man in der Regel schon freigeschaltet, sprich, die kann man gleich draufsetzen. Da macht man wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Ja. Weil zu der hier kostet es auch nochmal 16.000. Und danach kann man sich mal ein Funkgerät oder einen Motor gönnen. Aber davor, guck mal hier, 11.000, 7.000, das kann man alles hier sinnvoll investieren. Bis zu 8.8er und dann kann man die hier machen. Und ganz am Schluss, wenn man möchte, den hier. Weil 16.8 muss man auch nochmal erfahren. So. Das war das. Ja, andere Schiene. Gerade was diese Forschung angeht. Was ich auch immer gemacht habe, ich immer die freien verschwendet, weil, ja, jetzt sammle ich sie so langsam, aber vorher immer noch gleich benutzt. Wenn ihr wirklich schon mehrere Panzer hier unten habt,
mit dem Sternchen hier oben drin. Dann kriegt man ja für die noch die doppelten Punkte. Auch wenn es manche Hasspanzer sind, die man eigentlich eher selten fährt oder nicht fährt, dann nutzt sie ruhig trotzdem, weil man forscht selber in den Panzern schneller voran. Einfach nur die Dailies und die freien XP stapeln sich natürlich auch hoch. Also zwei Effekte. Also man kommt auch schneller an sein Ziel, was die besseren Module angeht. So. Ansonsten, was immer ein großes Thema ist, ist, welche Module nehme ich hier? Was ist hier am sinnvollsten, am geilsten? Da scheiden sich also die Geister. Also mein Favorite ist der hier, Fernglas. Bei dem ist es sogar sehr gut. 25%, das macht bei diesen 400 Metern Sichtweite einmal 100 Meter dazu. Und da bin ich bei den maximal 500 Metern, die das Ding überhaupt, was ich überhaupt erkennen kann. Ich kann weiter hinausschauen, wenn der Gegner sich bewegt und ein Scout zum Beispiel in seiner Nähe ist, den sozusagen anschaut und per Funkgerät weiterleitet. Dann habe ich sogar teilweise schon Fahrzeuge bei 600, 650 Meter gesehen, was aber auch sehr selten ist. Bei dieser einen Karte, ich glaube Malinkovka oder so, wo man über den Acker da schaut, da sieht man teilweise bis in die andere Base, bis zu einer Holzhütte da hinten hin oder bis zur Windmühle. Aber das ist dann auch sehr ja, weit und sehr selten. Weil die meisten, wenn die vor drüben sind, sterben sie eher, wie sie lang genug funken können. So, also das Teil, ich habe auch selber nur eins gekauft, weil ich halte mir hier immer gerne die eine Lücke in der Mitte frei und setze die einfach da um. Ja, das ist natürlich dann schnell gemacht. Weil einmal 500.000 reicht. Es sei denn, man hat gerade für 250.000 geholt, wenn man das Glück hatte, die Events mitzubekommen. Tja, zweite Sache. Verbesserte Lüftung. Klingt jetzt zwar irgendwie wenig, aber 5% besser auf alles. Sprich, der hier oben, wie ihr das hier unten so sehen könnt, Jagdpanzer 105%, 100 plus 5. Jede Crew kriegt noch mehr dazu. Ja, also das heißt, ich kann besser zielen, besser fahren. Na gut, Funken ist ja uninteressant, weil das dicke Funkgerät macht es ja schon. Schneller nachladen, also das ist wirklich ja, top für alles. Und 5% auf alles, es ist schon sehr toll. Tja, das dritte hatte ich früher immer den Ansatz da drin, schneller nachladen für die dicke Kanone. Habe ich aber rausgenommen. Besser Tarn hat es am Ende doch gebracht, dass man nicht so schnell aufgedeckt wird. Bei minus 25%, das ist schon sehr viel. Ja. Ansonsten, den hier muss man gucken. Also es gibt teilweise Kanonen, die sind zwischen ja, 2 bis 2,5 oder 3 Sekunden, was das Anzielen angeht, Anvisieren angeht. Und das ist dann schon sehr lästig. Die hier zum Beispiel braucht 1,5 Sekunden. Da brauchen wir nicht wirklich noch Anaimzeit, weil das ist so schnell. Selbst die 8.8er ist zwar ein bisschen langsamer mit 2 Sekunden, aber auch noch sehr, sehr schnell. Ja, und 5% schneller eben durch das Ding. Ist jetzt auch nicht viel, aber immer ein kleiner Vorteil. Wenn es der andere gerade nicht hat, kann das das Entscheidende sein. Tarnnetz habe ich sehr viel mehr gekauft, weil die kosten ja nichts. Ich glaube 50.000 bzw. 25, wo ich gleich mal einen Stapel geholt habe. Der Rest, was wäre noch interessant? Splitterschutz wird vermutlich bei den großen Panzern interessant sein, falls die Allies mal auf einen ballern und man nicht gerade Deckung hat hinter einem Haus oder Felsen. Werkzeugkiste, ne, braucht man nicht. Steht eh bloß hinten in der zweiten Reihe. Treibstoff auch nicht, das ist eher für die schnellen Sachen interessant. Munitionslager wird auch so gut wie selten getroffen. So gut wie gar nicht getroffen. Egal, was für ein Deutsch. Tja, was gab es denn bei den anderen Panzern? Hatten die Amis nicht noch irgendwas? Die hier zum Beispiel gar kein Ventilator drin, weil er ist offen oben. Das Lager sieht zwar optisch geschlossen aus, ist aber auch bloß ein kleiner Deckel da oben. Also der hat auch keinen Ventilator. Dem habe ich mal schneller feuern gegeben, weil was will man dem großartig anders noch geben? Seine Kanone ist auch sehr schnell. 1,5. Wolverine ist auch so eine Schnellfeuerkanone, dem habe ich halt mal schnell anaimen gegeben. Auch wenn die selbst schon bei 1,5 liegt, aber bei dem hat man so gut wie gar keine Auswahl. Und was will ich dem noch anderes geben? Fernglas, was ich rüberziehe und ja. Nehme ich den halt. Ansatzer brauche ich nicht, weil so schnell kann ich gar nicht annehmen. Oder das nutzt sich nicht wirklich, das Tool.
Ja, bei der Crew, wenn man neun Panzer erforscht hat und ihr habt immer chronischen Creditmangel, fahren zumindest mit den älteren Panzern immer noch so viel hinaus, dass ihr circa ja, 80, 100.000 Credits habt. Je nachdem, wie viel Crewmitglieder. Fangt also um Gottes Willen niemals mit ja, 50% Standard an, weil das ist echt mies. Investiert lieber 20.000 für die hier unten, dann habt ihr mal 75%. Nehmt auch die alte Crew mit von den vorherigen Panzern, es sei denn, ihr wollt die behalten, wie auch immer. So habe ich es gemacht, weil die haben ja auch ihre eigenen Stats. Mal hier los, so Zeichen halt. Ne? Ist eigentlich nur ein Gag, also ist eher unwichtig, aber ich nehme sie halt immer gerne mit. Mitnehmen, angenommen ihr habt zum Beispiel 89% wie hier, dann landet die Ausbildung mit den 20.000 nicht bei 75, sondern vielleicht schon bei 78, 79 oder so. Das ist natürlich dann auch schon wieder ein Vorteil. Auf jeden Fall nicht mit 50 anfangen, dann lieber genug Credits farmen. Die Werte an sich sind ja bei den Jagdpanzern aktuell noch begrenzt, je nachdem, wann man das Video hier sieht. Also sprich, ich habe nur drei Möglichkeiten, dem was zu erklären, zu lernen. Einmal Tarnung, Reparatur und Feuerlöschen. Da ich den nicht wirklich brauche, lasse ich das Plus hier gerade noch offen. Das sammelt sich ja dann schon mal weiter. Und wenn dann irgendwann die neuen Fähigkeiten mit dem 7.2 Patch kommen, bessere Kommandantenfähigkeiten, Richtschützenfähigkeiten etc. Keine Ahnung, was da gibt. 20 Stück werde ich da gleich einen nutzen. Ja, gab es hier eigentlich noch irgendwas Sinnvolles? Ne, nur bla bla. Okay. Was haben wir denn noch Schönes? Was gibt es denn da noch? Ja, die Munitionswahl an sich. Ich benutze keine Goldgeschosse, das ist mir, ja, 10 Gold, das ist ja ruckzuck leer. Das ist Quatsch. So ist meine Erfahrung jetzt. Ich nutze sehr viel AP, HE ist ja nicht mehr so seit dem letzten Patch. Ich nehme trotzdem ein paar Mumpeln mit und lade die auch ganz gerne am Anfang, wenn ich sehe, dass da Scouts kommen. Weil die haben ja echt dünne Panzerung und meistens reichen 1, 2 Schuss, dann sind die platt. Aber die Panzerung von vorne selbst ist ja auch sehr dünn und da reicht es meistens, die 45 mm da durchzuschlagen. Bis 75 mm sogar teilweise. Und die haben ja nicht viel Lebenspunkte. Spätestens von der Seite sind sie dann Matsch. Und dann switcht man wieder hoch. Das Umladen geht ja relativ schnell. Ansonsten habe ich die drei Tools hier mit reingenommen. Die goldenen Sachen. Ja, wer zu viel Gold hat, kann das gerne nutzen. Da das ja alles nur Random-Gefechte sind, macht das nicht wirklich Sinn. Vielleicht bei Clan Wars, denke ich mal. Ja, schneller fahren und so Zeugs brauche ich nicht. Turmdrehung brauche ich auch nicht. Habe ich ja nicht. Ja, ansonsten reparieren. Nutzt die Reparatur nur, wenn es Sinn macht. Weil das kostet ja auch Geld. 3.000 pro Teil hier. Also wenn ihr wisst, ihr geht eh drauf oder ihr seid einer Übermacht entgegengestellt, repariert nichts. Es sei denn, es ist wirklich die Kanone, wo man noch ein bisschen Credits raushauen kann. Verbraucht es nicht auf sinnlose Teile wie Ketten, außer ihr müsst unbedingt fliehen. Lieber für Motor und ja, Kanone behalten. Das sind so die wichtigsten Module mit. Bei der Heilung genau dasselbe. Die nutze ich meistens, ja, auch da wieder, wenn ihr eh sterbt, dann ja, benutze es lieber gar nicht. Falls mehrere Leute ausgefallen sind, geht nach Wichtigkeit. Also der Funker ist wohl das Letzte, was man braucht. Wichtigste wäre für mich selber das Nachladen der Kommandant. Also das sind eigentlich so die wichtigsten. Danach kommt schon der Richtschütze, weil ja, ewiges Anaimen macht ja auch keinen Spaß. Fahrer. Ja, man will ja auch zur Not flüchten, aber der ist auch eher einer der wenigen Dinge, die man braucht. Wenn man im Busch hängt, weiter hinten und man eine Chance hat zu überleben. Haben wir das vorausgesetzt. Tja, ansonsten wüsste ich eigentlich nicht, was es hier noch zu erklären gibt. Falls doch, ja, sagt Bescheid. Wie gesagt, schreibt rein. Spammt mich voll mit sinnvollen Sachen, die ich verbessern könnte. Noch erklären könnte, wo ihr sagt, ja, was ist bei dem Panzer besser, schlechter, was habt ihr jetzt teilweise mitbekommen, wie man es vergleichen kann. Guckt, wie gesagt, den Forschungsbaum. Bei den russen Panzern zum Beispiel fiel das sehr stark auf. Können wir das hier erkennen? Nehmen wir uns mal hier irgendeine Kanone. Tier 7. Wie gesagt, vorhin hatten wir so eine Genauigkeit von 0,28 bis 0,31 oder so. 3,3, hier ist es schon 0,36.
Deswegen wundert euch nicht, warum die Jagdpanzer immer auf euch zugerollt kommen, weil sie einfach sicher gehen wollen, dass sie euch treffen. Und auf die Entfernung ist es dann eher unwahrscheinlich, dass sie es tun. Also ja, sie tun es auch, aber es geht halt öfters mal was daneben. Und sie machen mehr Schaden. Das ist auch nicht verkehrt hier. Also es hat jeder seine Vor- und seine Nachteile, aber hier sieht man es, ne? Etwas ungenau und ewig lahm beim Zielerfassen. Also ich glaube, bei dem Panzer macht es durchaus Sinn, schon dieses kleine Modul hier zu nehmen. Verbesserter Waffenrichtantrieb. Aber es kostet alles Geld, ne? Also immer schön farmen. Gut, das war's dann dazu. Dann viel Spaß beim Panzerjagen. Und immer in der zweiten Reihe stehen. Nie ganz vorne. Ganz wichtig. Weil wenn ihr einmal umfahren werdet, dann, ja, hier habt ihr keine Panzerung. Ihr seid ihr sofort Matsch. Immer schön Deckung nutzen, immer schön Büsche benutzen. Doppelbusch-Taktik. Hoffentlich kennt es die meisten. Immer den hinteren Busch stellen von beiden, wenn die Möglichkeit besteht, wenn es das Gelände anbietet. Ansonsten Felsen nutzen, die hoch genug sind, nicht flache Felsen, weil die Arti kommt meistens drüber. Und die SU-Arti von den Russen sind ja meistens Senkrechtschießer. Sprich, die fallen direkt vom Himmel. Also lieber immer hohe Deckung suchen und keine abgeschrägte. Ja, dann bis zum nächsten Gefecht, nicht wahr? Viel Spaß da draußen. Tschüss, tschüss.